Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten ja in der letzten Folge viele, viele Problemchen mit unserem, Güterverkehr. Also Verkehr ist da, aber Güter nix. Schade, aber so ist das. Wir werden jetzt hier auch noch ein bisschen optimieren in Dresden. Da bin ich gerade hier drüber geflogen und hab's gesehen. Wir haben hier die Tram-Haltestellen. Viel los. Ich nenne es mal viel los. Wir werden hier noch die ein oder andere Tram mal rauf donnern. Und wir haben hier die schönen Tatras drauf. Glaube ich. Sind das Tatras? Ich weiß es nicht. Glaube ja. Auf jeden Fall sind das die roten hier. Und da gibt es die, glaube ich, auch in Doppeltraktion beziehungsweise mit zwei Waggons. Wo haben wir denn hier unseren... Wo haben wir denn hier unser Depot? Das sind Autos. Wo ist denn das Tram-Depot? Ich sehe das schon wieder nicht. Hier? Nee, Haltestelle? Ja. Der Player ist schon wieder blind. Blind wie ein Maulwurf. Haltestelle. Na, sage mal. Hier ist es. Da sind Schienchen. Tram-Depot. Tram kaufen. Und zwar, welche haben wir denn hier? Ich glaube, die haben wir hier, ne? Die Tatra T3, kann das sein? Heißen die so? Wir gucken mal. Tram. Straße. Ne, Tram. Dresden. Speichern. Sehr nett von dir, vielen Dank. Tatra T6 B5. Oh, was völlig anderes. Tatra T6 B5. Die sind es. Okay, und die gibt es auch noch mit 60 Passagiere und da würde ich sagen, 1, 2, 3 kaufen wir mal und setzen die auch noch auf die Linie und zwar nach Dresden. Alle nach Dresden, bitte. Ja, das ist halt einfach nur eine Doppeltraktion sozusagen mit 60 Passagieren. Ja, das sollte auf jeden Fall vorerst hier reichen. Ja, schön. Weil 90 Leute hier oder 50 noch, die hier warten, das ist ein bisschen dicke. Denn die kommt ja schon voll an und kann ja niemanden mitnehmen. Ich denke mal, wenn wir hier noch ein paar Doppeltraktionen haben, ist das gar nicht mal so verkehrtes investiertes Geld. Wir kommen jetzt aber wieder zu unserem Problemkind. Und zwar, die Produktion geht irgendwie hoch, so ein bisschen zumindest. Aber so wirklich ist das auch noch nicht the yellow from the egg. 50er Produktion, nein. Zug hat erreicht, ist egal. Er möchte, versuchen Sie mehr Stahl abzutransportieren. Ja, Stahl, Eisenbahn, Stahl Korgau, 6 Minuten, minus 3 Millionen, alter Verwalter. Müssen wir mal gucken. Wir bauen jetzt erstmal die neue Strecke. Immer noch 50, naja, ich bin gespannt. Wir bauen jetzt erstmal die neue Strecke und zwar die neue Strecke Richtung Korgau. Und zwar werden wir... als allererstes mal die LKWs, die wir hier haben. Also diese Strecke hier. Werkzeuge, Korgau, LKW. Da werden wir mal alle Fahrzeuge das war glaube ich hier, war? Konnte man das machen? Straße, Werkzeuge, Korgau da. Und zwar alle Fahrzeuge ins Depot. So. Dann können wir nämlich das gute Stück da oben abreißen. Und dann werden wir hier einen neuen Bahnhof hinbauen. Und zwar hierher. Haben wir ja in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber diskutiert. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar werden wir hier mal was Viergleisiges hinballern mit 240er Länge. Und dann hauen wir das einfach hier ran. Und dann sind wir hoffentlich alle glücklich. Oh, da haben wir ein Straßenproblem. Okay, werden wir schnell mal lösen. So, jetzt hauen wir das gute Stück einfach hier ran. Bumsti-bumsti, hat er gesagt. Das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen hier mit Stahl an. Nee, nicht mit Stahl, mit Werkzeugen. Werkzeuge müssen Einkaufsmöglichkeiten ins Blaue. Und Blau hätten wir hier. Wäre also gar nicht so verkehrt, der Bahnhof. Müssen wir mal schauen, wenn wir es gebaut haben, ob wir wirklich die LKWs brauchen. So. Jetzt aber 120 km/h. Schienchen.
und wir nehmen den Ausgang hier, den Ausgang ist auch gut, den Bahnsteig natürlich. Und wir knüppeln einfach mal hier neben lang. So, wie sieht der Bahnübergang aus? Der sieht ganz in Ordnung aus. So, einfach nur auf die 120 km/h achten, so einigermaßen, dass das funktioniert. Und was bastelt er hier schon wieder? Hoch und runter und hoch und runter, okay. Mhm, interessant. So. Brücke? Ich will keine Brücke, bist du verrückt? Warum baut er denn jetzt hier sowas Verwirrtes? Vielleicht sollten wir doch da einfach rangehen. Die Strecke besteht, die Strecke funktioniert, da sieht das alles ganz gut aus. Dann werden wir das auch so tun, wenn er das möchte. Dann bekommt er das so. Wir müssen hier irgendwie rankommen. Kommen wir. Sehr schön. Dann gehen wir einfach dieser Linie so lang, wie es geht, nach. Und dann werden wir hier nach unten wechseln. Zack. Hier hin. Und dann werden wir uns verabschieden. Von diesem Gleis. Genau. Zack, zack, zack. Wir gehen mal in die goldene Mitte. Wer weiß, was hier noch alles kommt. So, haben wir. Dann gehen wir hier einmal. Oha. Gehen wir hier hinaus. Zack. Sieht in Ordnung aus. Da haben wir hier ein megamäßiges Gleisfeld. 4, 6 Stück. Ich glaube, 6 Stück nebeneinander haben wir noch nicht. Glaube ich. Ich glaube, 4 auf jeden Fall, aber 6 hatten wir noch nicht. Aber gut, ist ja kein Verbrechen. Zack. So. Hätten wir. Dann werden wir hier noch ein bisschen das mal einhübschen. So. Nicht übertreiben, ist ja kein Schönbauprojekt. Aber hässlich muss es auch nicht sein. Oh, gucke mal da. Ist das gut? Signale. Basteln wir hier eins hin. Und hier eins hin. Und den Rest befüllen wir wieder mit den guten alten Blocksignalen. Hier vorm Bahnübergang machen wir das mal. Dann hauen wir hier eins hin. Oha, da muss ich näher rangehen. Zack. Hier haben wir einen Bahnübergang. Einmal, zweimal. Oh, hier haben wir noch einen Bahnübergang. Einmal, zweimal. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Hier, das sollte, glaube ich, reichen mit der Länge. Ansonsten müssten wir da nochmal... Obwohl, komm, lass uns das hier wegmachen. Sind wir auf der sicheren Seite. Einmal und zweimal. So, gut. Hätten wir das erledigt. Bauen wir hier kurzzeitig mal ein Depot ran. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zug kaufen. Wir werden aber mal speichern. Wupsi, wupsi. Neue Linie, neu gebaut, neu speichern. Elektrisch. Was nehmen wir hier für was kleines Schönes? 140er vielleicht? Ah, die fährt nur 110. Aber ist eigentlich egal, dann fährt die halt nur 110. Aber die haben wir, glaube ich, schon so oft. Aber gut, was willst du machen, ne? Oder wir nehmen nochmal hier so eine 151er. Und die ist halt teuer, ne? Die ist halt teuer. Oder wir nehmen die 151 Verkehrsrot, ist in Ordnung. Nehmen wir dich. Und wir nehmen Güter und jetzt brauchen wir Werkzeuge, Werkzeuge. Die waren, glaube ich, hier mit Werkzeugen, ne? Jawohl. Werkzeuge. 1, 2, 3, 4. Und hier Werkzeuge. 1, 2, 3, 4. 200 Stück. Läuft. Neue Linie.
neue Linie. In Yelp. Ober Moschel nach Korgau. Jawohl. Das Ganze nennen wir Werkzeug G oder Werkzeug. Habe ich das immer genannt? Werkzeug oder Werkzeuge? Weiß nicht. Werkzeug. Also lassen wir es dabei. Werkzeug und Korgau. Haben wir. Achso, funktioniert die Linie mit beiden? Nicht LKW, sondern Korgau. Werkzeug Korgau. Ja, funktioniert mit beiden Gleisen. Okay. Dann ist das gut. Dann können wir das gute Stück aufs Gleis werfen. Linie zuweisen. Werkzeug Korgau. Auf, auf, my friend. Gut, okay, die sind ja eh Banane geworden. So, gucken wir uns nochmal die schöne Lok an. Also ich finde die richtig schön. Die 151. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Ja, und die Waggons sind auch nicht zu unterschätzen. Die schön verrosteten Dinger. Finde ich ja toll, sowas. Darf ja nicht alles immer blitzen und leuchten, so wie die Lok hier. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich entwickelt mit der Produktion hier. So, und wir wollten noch mal kurz gucken hier. Guck mal hier, das nehmen wir alles mit. Und das wäre ja teilweise blau, okay. Na gut, wir haben ja die LKWs, dann lasst uns die LKWs hier auch noch schnell hinbauen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Machen wir hier mitten im Wald rein. Umschlagplatz. Große LKW-Station, einmal gedreht. Zack. Hervorragend. Und jetzt haben wir ja hier, in welchem Depot sind denn jetzt, dann kann das hier nämlich mal weg. Das kann weg. Können wir das hier auch alles wegmachen. Und dann machen wir das noch alles schön. So. Dann habt ihr nämlich jetzt hier eure Ruhe und könnt schön arbeiten. Und dann geht's. Wo ist das Depot? Sind hier die LKWs drin? Guck mal, da sind sie drin. Werkzeuge, Linie zuweisen. Achso, wir müssen jetzt nochmal eine neue Linie machen. Und zwar. Oder die alte bearbeiten, nennen wir es mal lieber so. Zack und zack. Und wir fahren. Und wo haben wir denn eigentlich die Güterhaltestelle hingebastelt? Das hier eine Güterhaltestelle? Jo, hier ist eine Güterhaltestelle. Hier in dem blauen Bereich. Die kann ja das alles ab. Okay. Von Haltestelle hinzufügen von. Na nü, wo war sie denn? Hier. Von der hier nach hier hin. Sehr schön. Zack. LKWs. Linie zuweisen. Werkzeuge Korgau LKW. So, jetzt sollte eigentlich alles so sein, dass es funktioniert. Einzige, was man noch machen könnte, wäre dann wirklich noch einen Stahlzug nehmen, der dorthin fährt, dass man da zwei hat. Das könnte man noch machen. Stahl Korgau, 18. Obergrenze 200, dann morgen ist es auch, mein Freund. So, hier ist Action. Da kommt unser Stahlzug. Der hat Stahl Korgau. Ein Takt von 6 Minuten. Sollte eigentlich ausreichen. Sollte eigentlich ausreichen. Ich meine, wir könnten da noch einen zweiten Zug drauf donnern. Aber eigentlich müsste das jetzt mal hier zur Sache gehen. Ich finde es nur sehr, sehr komisch. Er hat 86 im Lager und schickt die einfach hier nicht raus. Er schickt die einfach hier nicht raus. Das ist das, was mich so ein bisschen wundert. 22 Stahl. 86 Stahl. So, was steht hier unten?
versuche mehr Stahl anzuliefern. Er sagt, versuche mehr Stahl abzutransportieren. Aber wir haben noch hier einen dicken Zug. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, wirklich. Aber wie viel Nasse der schon macht? 3 Millionen Nasse macht der, weil er nie voll wird. Wenn ich jetzt da noch einen zweiten Zug drauf mache, dann haben wir 2 Züge, die nass werden. Also, die Nasse machen. Aber gut, wenn uns das Spiel so sagt, dass wir dieses so tun sollen. 26 Stahl. Komm, wir machen noch einen zweiten Zug drauf. Aber dann habe ich echt die Nase voll. Wir nehmen jetzt hier irgendeinen günstigen Zug. Was war günstig? Der 155er war günstig. Oder wenn ich mir irgend so eine alte Schüssel... Irgendwas altet hier. BR150, 1,8 Millionen. Komm, wir nehmen die 155. Die haben wir zwar schon 100 Mal, aber ist egal. Jetzt 125. Und wir nehmen die... Nehmen wir die als alte? Komm, wir nehmen die als alte. Güter und wir nehmen jetzt hier Stahl. Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Länge haben wir. 173. 150. Zack, zack, zack. 210. 234. Linie zu weisen. Stahl. Stahl Korgau. Und jetzt will ich aber nichts mehr hören von wegen Stahl und so. Sonst werde ich nämlich richtig sauer. Da habe ich nämlich langsam echt die Faxen dicke. Mit dir, mein Freund. So, wenn das, dann kriege ich echt, der kriegt eine Macke. Dann werde ich das Safe Game löschen und dann ist vorbei. Dann machen wir Feierabend, nuckeln uns am Daumen und dann ist auch gut. So. Kein Weg elektrisch. Oh, hervorragend. Haben wir wieder den Bahnhof vergessen, mit Strom zu bewirtschaften. Du hast Strom. Wahrscheinlich der wieder nicht. Jawohl, war ja klar gewesen. Aufrüsten. Oberleitung, jawohl. Zack, jetzt aber. Und jetzt fährst du auch. Gut. Hast du schon was dabei? Nein. Dresden 4. Torgau noch nix, okay. 50. Naja, ich bin gespannt. So, er bringt 26 Stahl, naja, immerhin. Bist du jetzt hier hinausgekommen, lieber Zug? Da ist der neue Zug, ne? Jawohl. 9 Stahl. Suche mehr Stahl abzutransportieren. Na gut, das machen wir jetzt mit dem Zug. Bin echt gespannt. Oh, der ist aber richtig lang, du. Aber auf einen Millimeter. Auf einen Millimeter. So, die brauchen zwar echt lange, bis die wieder losfahren, aber gut, 11 Stahl hat er dabei. Hier, wie viel Erze da sind und wie viel Kohle. Hier ist die Schlacke und hier ist der Stahl. Ist alles da, aber die Produktion geht nicht hoch. Okay. Naja, gut. Wir beobachten das. Ansonsten machen wir mit dieser Strecke und diesen ganzen Zügen so viel Minus. Produktion 60. Schon mal mehr als 50. So, was sagt ihr? Bekommt ihr schon irgendwas an Werkzeuge? 8 Stück. Ne? Immerhin. Oh wei, das wird was. Aber ich bin gespannt, ob es was wird. Bin echt gespannt, ob es was wird. Da haben wir schon wieder so einen hässlichen Hulper drin. Aber über alle Gleise. So ein Mist aber auch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Aber die 155 auch in der ältesten Version sieht sehr schön aus.
Da kommen wir dem anderen guten Stahlding entgegen. Jetzt müssen wir aber einen guten Takt hier drin haben. Stahlkorger, 3 Minuten. Na, schauen wir. Du kannst hier weg, Linie. Ich brauche mal nicht mehr. Ja. So ist das Ganze. Oh, Autosave. Ja, ich würde sagen, für diese Folge sollte das erstmal dieses gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt anläuft, Stück für Stück. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen mit Personenverkehr beschäftigen. Denn wir haben ja da einige Städte umgenannt. Den Zuschauern zuliebe. Und da werden wir auf jeden Fall mal in diese Richtung weiterbauen. Und wir schauen dann einfach mal, ob das hier hoffentlich funktioniert, hoffentlich funktioniert. Ja, ich bedanke mich wie immer bei euch, dass ihr zuseht. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.